12. Glückler, ein 18-Jähriger. Er wird gleich eingewechselt für Dietmar Roth. Matthäus. Vorteil. Freistoß. Ganz klar, Matti war festgehalten worden. Noch 20 Minuten zu spielen. 2:0 für den FC Bayern im Karlsruher Wildparkstadion. Hier die Auswechslung. Achim Glückler für Roth. Sören Lerby, bei dem es erst in der Rückrunde so richtig lief. 10 Tore hat er bereits für den FC Bayern erzielt. Kein Abseits. Abseits. Holger Wilmer, Ludwig Vögel, Klaus Augenthaler. Vögel versetzt Walz noch einmal. Und dann rutscht der Ball über die Seitenauslinie. Wolfgang Dremmler, der sich beim Warmmachen eine halbe Stunde vor Spielbeginn verletzte. Er rutschte auf die Tartanbahn und der Bayernarzt befürchtete schon wieder Schlimmes. Aber man kennt Dremmler ja als eisenharten Burschen und er biss die Zähne zusammen und lief mit ein. Lerby und Tor. 73. Minute, 3:0 für den Tabellenführer FC Bayern München. Torschütze Sören Lerby. War sein 11. Tor in dieser Saison. Noch einmal der schöne Pass von Hans Flügler in den Lauf von Lerby, der mit dem linken Fuß Cargus überwindet.